Wieso sollte man sich für ein Dessert entscheiden, wenn man gleich zwei haben kann? Unser Milchreiskuchen vereint zwei köstliche Süßspeisen, nämlich Kuchen und Milchreis, zu einem. Und das Ergebnis ist unglaublich lecker. Wir zeigen euch, wie der klebrig-süße Milchreis zu einem fluffig-saftigen Kuchen wird. Und das braucht ihr. Für ca. 6 Stücke 650 ml Milch, 175 Gramm Milchreis, ein Päckchen Vanillezucker, 2 Eier, 25 Gramm Zucker, 125 Gramm Beeren, 2 Teelöffel Zimt-Zuckermischung und 25 Gramm Mandelblättchen. Zunächst die Milch oder die pflanzliche Alternative in einem Topf auf mittlerer Stufe erhitzen, den Milchreis einrühren und durchgehend rühren. Wenn die Konsistenz fester wird, den Vanillezucker hinzufügen und die Masse in eine Schüssel geben. Eier trennen und das Eiweiß in einer separaten Schüssel zusammen mit dem Zucker steif schlagen. Das Eigelb in die Milchreismischung geben und anschließend den Eischnee vorsichtig unterheben. Den fertigen Teig in eine größere Auflaufform oder Kuchenform geben. Optional könnt ihr den saftigen Kuchen noch mit fruchtigen Beeren und knackigen Mandelblättchen ideal abrunden. Zuletzt noch etwas Zimtzucker gleichmäßig auf dem Teig verteilen und bei 170 Grad Ober-Unterhitze 35 Minuten backen, bis die Oberfläche goldbraun ist. Alternativ könnt ihr für den Teig auch Grieß statt Milchreis verwenden.